Was geht ab, Leute? Was geht ab? Wir sind wieder back, wie jeden Dienstag und jeden Samstag in den Werbepausen von DSDS. Live bei meinem Instagram. Was geht, Freunde? Wie geht's euch? Alles gut? Die erste Werbepause und ich persönlich fand bis jetzt die Victoria am besten. Ich denke, sie hat eine sehr schöne Stimme. Aber ich muss trotzdem auch sagen, dass die Victoria, ich glaube nicht, dass ihr jede Musikrichtung liegt. Was meint ihr? Ja, die eben war auf jeden Fall mega witzig. Die war mega witzig. SpongeBob. Okay, Mr. SpongeBob, ich habe jetzt vergessen, wie sein Name, wie er heißt. Sein Name. Ich habe seinen Namen vergessen. Oh, wie hieß er denn nochmal, der SpongeBob nachgemacht hat? Ja, bei ihm muss ich auf jeden Fall sagen, er, okay, scheiße, jetzt haben die Leute hier meine rote Hand gesehen. So wie meine? Shit. Hier, mein bester Kumpel ist gerade da. Das geht alles ab. Alles in seiner Hand, aber die wissen ja nicht viel von was. So Leute, ich darf euch leider nicht verraten, was das ist. Manuel, das bleibt ein Geheimnis. Erzähle ich euch ganz bald. Auf jeden Fall Manuel. Ja, keine Ahnung. Absolutes Gehör und mega, mega stark. Was Riffs und, also Riffs sind für die, die jetzt nicht wissen, was Riffs sind, sind einfach diese schönen Schlenker, wenn man die mit der Stimme machen kann. Die konnte er gut, aber richtig die Töne getroffen hat er nicht zu 100%. Richtig viel Liebe hat er nicht reingesteckt. Und ich finde, am Ende des Tages ist es viel wichtiger. Unfassbar glücklich. Ich werde jetzt gleich was ganz, 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 ganz Krankes auf meinem Instagram posten. Deswegen an alle nach dem Stream, geht ganz kurz auf meine Seite, checkt mein neues Bild ab und kommentiert es mit irgendwas, was ihr wollt. Und ich werde auf jeden Fall auch bei ganz vielen DM gehen. Und aber schaut euch einfach das Foto an, Leute. Schaut euch einfach nach diesem Stream das Foto an. Mike, du schaust voll fertig aus. Gemacht haben und die nächsten Tage noch machen. Aber ja. Mario schreibt, warum ist deine Hand orange, Bro? Bruder, ich rufe dich gleich an und dann erzähle ich es dir. Ich darf es noch nicht erzählen, das ist ein kleines Geheimnis. Nein, ich habe niemanden umgebracht, okay? Alles ist gut. Wechsel einfach die Hand, damit man sich sieht. Ja, ich muss einfach, ich mache hier meine Hand einfach zu, Leute. Zeig, so ist besser, oder? Werde ich auf jeden Fall ein paar von euch Gast nehmen. Aber jetzt gleich müsst ihr erstmal unbedingt mein neues Instagram-Foto abchecken. Leute, wirklich, es ist zu krass. Es ist wirklich zu krass.
Wer ist der Typ neben dir? Bro, komm mal her. Das ist Mike. Also wir sind Mike und Mike. Mike. Mike, mein bester Kumpel. Wir kennen uns seit der... Welcher Klasse? Fünfte? Wenn ich mal kaputt bin und müde bin, dann fährt er mich auch mal rum und tut wirklich alles für mich. Deswegen auf jeden Fall mein allerbester Kumpel. Check, Bro. Corona-Faust. Ja, Leute. Genau, und wir sind jetzt gerade on the road. Ihr wisst nicht, was wir gemacht haben, Leute. Ach du Scheiße. Aber erstmal müsst ihr jetzt gleich das Foto checken. Ich habe mir auch vorgenommen, jetzt direkt offline zu gehen, weil gleich gucken wir natürlich weiter. DSDS, deswegen müsst ihr jetzt unbedingt, ich gehe jetzt offline und das Foto abchecken und kommentieren, was das Zeug hält. Bei der nächsten Werbung bin ich direkt wieder am Start, Leute. Und dann reden wir weiter über DSDS und chillen ein bisschen. Ich nehme euch Gast und deswegen kommt jetzt unbedingt auf mein neues Foto. Ihr seid die allerbesten und viel Spaß noch bei DSDS. Wir sehen uns bei der nächsten Werbung.